Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Macht wird als unweiblich angesehen. Also es stört es hier nicht, eine stumme, wenn auch attraktive Randfigur zu sein. Wir haben weder etwas gegen alte Frauen, wir haben auch nichts gegen junge Frauen. Sie schauen sich zum Teil ganz passabel an. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Glauben Sie nicht, dass es besser ist, solche Konflikte menschlich zu lösen, als gleich die politische Keule zu schwingen? Finden Sie das normal, dass eine Frau ein solches Amt ausüben kann? Was halten Sie denn eigentlich von Busengrapschen und Po-Kneifen? Am Arbeitsplatz sollte man sein lassen, in der Freizeit bin ich schon dafür. Wenn die Wahl gewesen wäre zwischen der besten Frau von allen in den 70ern und einem dummen August, wäre der dumme August Kanzler geworden. Ja, klar. Auf einer Veranstaltung hat er gesagt, die ist nicht verheiratet, so hässlich ist die doch gar nicht. Was sich in der Ehe sanft über Jahre hinaus fast unmerklich vollzieht, schafften die Damen mit brutalem Zugriff schlimmer, als es die miesesten männlichen Chauvis vermochten. Solange uns Männer regieren, wird es hier nicht besser werden. Das hier ist die Angstbewegung, die hier auf dieser Regierungsbank sitzen. Es muss geschmeidig wirken, aber hart erkämpft werden.